Betest du? Ich habe keine Zeit. Oh, du Armer. Ich hätte nicht gewusst, dass du 24 zu 24 Stunden am Tag unterwegs bist und zu tun hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist doch der, der dir diese Zeit gewährt hat. So, nimm dir die Zeit für Allah und bete. Ich bin krank. Gute Besserung. Aber wer nicht im Stehen beten kann, der betet im Sitzen. Und wer nicht im Sitzen beten kann, der betet im Liegen. Es könnte sogar sein, dass jemand nur mit seinen Augen beten kann, aber wenigstens betet er. Und solange du nicht im Koma bist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, oder tot bist, gibt es immer eine Möglichkeit, dass du beten kannst. Betest du? Also, ich muss lernen für meine Zukunft, du weißt. Es ist schön, wenn man lernt für die Zukunft. Aber die wahre Zukunft ist das Jenseits. Und wisse, dass das diesseitige Leben vergänglich ist und das Jenseits ewig wesen in der. Also bete, damit du es gut hast im Jenseits. Betest du? Wie bitte? Ja, ich bin noch nicht bereit, so. Ich bin noch nicht bereit. Wann wirst du dich denn bereit fühlen? Das ist nur Einflussung vom Satan. Oder möchtest du mir sagen, dass du bereit bist nach deinem Tod? Dann, wenn es keine Chance mehr gibt, so reue. Betest du? Ja, ich habe so viele Sünden durch. Ich habe sehr viele Sünden. Zu viele Sünden, wirklich zu viele Sünden. Und wie wirst du auch diese Sünden los, wenn du nicht betest? Bete und wisse, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß sagte, dass jeder Sohn Adams ein Sünder ist. Und die Besten unter ihnen sind jene, die bereuen. Also bete und bereue. Betest du? Also ich würde ja gern wirklich beten, vom Herzen, so weißt du, ich meine. Aber meine Familie will nicht so, die wollen nicht, dass ich bete. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. So. Ich kann nichts machen, so weißt du, denn wenn deine Familie dagegen ist, dass du betest, bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Und bete vorerst im Geheimen, bis sich eine Tür öffnet, inshallah. Wenigstens, dass du betest. E gleich MC hoch 2. Ja. E gleich MC hoch 2. H2O ist was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wo du studiert hast, aber H2O ist was ganz, ganz anderes. Betest du? Warte mal einen Moment. Beten? Ja, ich weiß nicht, wie man betet, ehrlich gesagt. Ich kann nicht beten, weil ich nicht weiß. Wenn ich wissen würde, würde ich beten. Wie viele Fußballspieler kennen wir auswendig? Aber wir können nicht beten. Aber diejenigen, die beten, sind nicht mit dem Wissen über das Gebet geboren. So bemühe dich und erlerne das Gebet.